es sein muss, dann verrecke ich ja. Wenn es sein muss, werde ich wirklich ja. Mach's auf jeden Fall doch, es zieht sich ja. Mach die Fassen, Nicker, schieß ich ja. Mach die Fassen, Nicker, kann ich ja. Was geht ab YouTube? Tactics ist wieder back am Start mit einem GTA 5 Video für euch. Vielleicht hört ihr es aus meiner Stimme heraus, ich bin etwas erkältet oder zumindest ist meine Stimme irgendwie weg, ich weiß auch nicht. Über die Nacht ein bisschen tiefer geworden. Nein, ich bin nicht im Stimmbruch. Ich weiß irgendwie, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Über die Nacht ist das so gewesen. Aber darum soll es heute in diesem Video gar nicht gehen. Und zwar geht es in diesem Video heute darum, dass die Rockstar Games Server down sind. Man kann aktuell online spielen, ist aber limitiert. Ich würde es euch aber nicht raten, um ehrlich zu sein, heute online zu gehen oder jetzt derzeit online zu gehen. Ich werde euch unten in die Videobeschreibung mal einen Link posten, wo ihr mal selber abchecken könnt, ob die Server wieder online sind oder nicht. Derzeit sind sie limitiert. Das bedeutet, nicht jeder kann auf den Server rauf und nicht jeder kann, also jeder kann zwar online spielen vielleicht, aber nicht mit den Server connecten. Bedeutet, mit dem Social Club könnt ihr euch nicht verbinden und egal was ihr dann macht, es wird nicht gespeichert. Bedeutet, wenn ihr euch für 50 Millionen irgendwas kauft, das wird nicht gespeichert und im schlimmsten Falle sind dann auch die 50 Millionen weg, wenn ihr euch wieder einloggen wollt. Das liegt einfach daran, dass ihr keine Verbindung zum Rockstar Games oder zum Social Club aufbauen könnt und dort wird ja alles immer gespeichert und ja, das heißt, wenn ihr irgendwas für 50 Millionen kauft, dann wird zwar GTA Online registriert, aber nicht beim Social Club. Ja, und dann sind die 50 Millionen weg und das Fahrzeug oder egal was ihr euch gekauft habt, ist auch nicht mehr da. Sehr, sehr ärgerlich. Das war gestern auch schon der Fall. Gestern ging die Server gar nicht. Ich dachte mir aber, okay, ich hau kein Video raus, weil ich hatte ja den Anis Savestra rausgehauen, also ein Video dazu. Und ich konnte noch online gehen. So, dann dachte ich mir, egal, dann mache ich das einfach mal nicht. Heute Morgen bin ich aufgestanden, wollte wieder ein Video aufnehmen und ich konnte wieder nicht im in den GTA Online-Modus. Dann habe ich einfach mal ein bisschen gegoogelt und habe mal auf der Social Club-Seite geguckt, wie es denn mit den Servern ist, ob sie wieder online sind oder nicht. Und da stand halt limitiert. Daraufhin dachte ich mir, okay, ich mache mal das Video. Informiere euch, dass ihr mal aufpassen solltet, falls ihr euch jetzt irgendwas kaufen wolltet oder das neue Fahrzeug kaufen möchtet für 990.000 GTA-Dollar. Ich würde noch einen kleinen Moment warten, bis die Server wieder komplett online sind und mir das dann kaufen, weil dann seid ihr einfach auf der sicheren Seite und ja, verschwendet kein Geld oder sonst irgendwas. Genau. Ich weiß nicht, was ich nochmal ansprechen wollte, ist, habt ihr irgendwelche Jahresvorsätze für dieses Jahr 2018? Ich habe mir jetzt als Jahresvorsatz genommen, dass ich versuchen werde, jeden Tag ein Video zu machen im Januar. Die meisten machen ja im Dezember jeden Tag ein Video. Das liegt einfach an den Werbeeinnahmen, weil sie da so viel Geld machen. Ich denke mir einfach mal, ich mache jeden Tag ein Video im Januar und mal gucken, wie lange ich durchhalten werde oder ob ich überhaupt durchhalten werde, ein, zwei Tage. Ich hoffe aber mal schon und seid auf jeden Fall gespannt. Und noch eine kleine Bitte an euch Leute, wenn ihr die Glocke auf meinem Kanal aktiviert habt, dann deaktiviert sie einmal und aktiviert sie noch einmal. Und an alle Leute, die die Glocke noch nicht aktiviert haben, aktiviert sie auf jeden Fall. Ich kenne mich den ein oder anderen Kollegen, der mich dann angeschrieben hat auf Skype. Grüße gehen raus an Basti. Der mir dann geschrieben hat, ey, obwohl ich die Glocke bei dir aktiviert habe, bekomme ich keine Benachrichtigung oder ich kriege Benachrichtigung von Videos, die du vor ein, zwei Wochen hochgeladen hast. Das ist mir nämlich selber auch schon aufgefallen und ich weiß nicht, woran das liegt, dass Rockstar Games da, oder Rockstar Games sag ich schon, dass YouTube da immer irgendwelche Umstellungen hat. Ich verstehe es nicht, aber Leute, damit müssen wir auf jeden Fall im Leben, wie gesagt, an die Leute, die die Glocke schon aktiviert haben, einmal deaktivieren und dann wieder aktivieren und Leute, die die Glocke noch nicht aktiviert haben, einfach mal aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, falls mal die Abo-Box spinnen sollte. Ja, das war's von dem Video, wenn es dir gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da, abonniert, vergesst nochmal, zu passen und dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.